Made with Unity. Cubite Interactive. Pixaralia. Ja, und dann willkommen zu einem weiteren Angedattelt. Heute zu dem Spiel Mists of Noia. Ein Spiel, in dem es irgendwie darum geht, tagsüber Ressourcen zu sammeln und sich nachts dann zu verteidigen gegen verschiedene Monster etc. Ich habe keine Ahnung. Wir starten einfach mal. Ich finde das hier jetzt hier am Anfang erstmal mit den Pixel Art eigentlich wieder ganz hübsch. Ja? Gucken wir mal, wie das Spiel an sich wird. So, Charakterwahl neu erschaffen. Ja, klingt gut. So, wir können Lance wählen. In gewalttätigen und gnadenlosen Zeiten aufgewachsen, aber nie seinen abenteuerlichen Geist verloren. Nutzt Lance seine Beweglichkeit und seinen Verstand, um den Fernkampf zu meistern. Okay. Allure. Allure, der letzte Überlebende des Solari Warriors, kombiniert seine Schnelligkeit mit einem aggressiven Nahkampfstil. Da haben wir Nin. Die Langlebigkeit der Elfenrasse ermöglicht es Nin, die uralten Zauber ihres Volkes meisterhaft zu lernen, elementare Wesen zu beschwören und überwältigende Flutwellen zu manipulieren. Rüß. Ein furchtloser und stolzer Kriegsveteran nutzt Rüß seine Erfahrung, um die Vorhut mit seinen schweren Angriffen und seiner unvergleichlichen Widerstandsfähigkeit anzuführen. Und zu guter Letzt Wylot. Wylot ist ein bösartiger Duellant, der seit Jahrhunderten die Länder von Noia durchstreift. Er ist nicht nur ein erfahrener Schwertkämpfer, sondern beherrscht auch die obskure und gefährliche Blutmagie. Oh nein, nicht die Blutmagie, oh nein. So, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal ihn. Ja, das ist so der mich zuerst angesprochen hat. Ja, dann wollen wir neu erschaffen. So, und dann wählen wir den. Welt, dann müssen wir auch neu erschaffen. Neue Welt erschaffen, okay. Okay, neue Welt, Tag 1, 0 von 5000 irgendwas. Wird schon. Wenn das Spiel geladen hat. Bitte warten. Es hat doch schon geladen. Die besten Ladebildschirme, weißt du, die voll sind, aber immer noch laden. Wir haben anscheinend Talentpunkte. Das fängt ja schon gut an. Wo haben wir das denn? Hier, Talente. Latente. Dein dritter Angriffskombo brennt die Zielscheibe für 3 Sekunden mit 150 plus 50% Zauberspruch und kumuliert bis zum zweiten Mal. Haben wir den einen Talentbaum, ne? Nicht, dass ich jetzt hier was vergebe und könnte theoretisch noch mehr machen. Oh gut, okay. Doch so. Jetzt habe ich einen Apfel gegessen. Ist ja ganz toll. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich mach's einfach. So, Schritt 1, Holz sammeln. Wo soll ich denn Holz sammeln? Warte. War hier irgendwo ein Baum? Wenn da so ein Stein ist, denke ich mir jetzt so. War hier irgendwo ein Baum? Nee. Ein Baum ist auch keine Lösung. Okay. Also Wasser tötet mir nicht, das ist schon mal gut. Ist ja keine Selbstverständlichkeit. Mit welchem Button? Nicht mit denen. Nicht mit denen. Nicht mit denen. Hä? Ach, das ist eine Karte, ja? Mhm. So. Hallo? Geht's noch? Ich wollte einmal gucken, wie ich hier was mache. Talentpunkte, Perkpunkte, ist ja toll. Ich kann hier aber nicht mal in Ruhe mal ganz kurz gucken, wie ist hier die Sachlage, ne? Mann hier. So, da haben wir einen Baum. So, wie machen wir einen Baum? So. So. Das mit Dreieck ging eben beim Stein nicht. Yeah, wir haben Stein gesammelt. Yeah. Und schon wieder so ein scheiß Gegner. Warte mal.
Ah, jetzt geht das. Da stand ich vorher nicht gut genug oder ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme das natürlich gerne alles mit. Man weiß ja nie. Ist mir der Schleim jetzt von da hinten gefolgt oder was? Okay. Wir haben auch erst 7 von 25 Holz, da brauchen wir noch ein bisschen was mehr. Wir brauchen mehr Holz. Ups. Da. Dachte ich, ich fange ja das Holz auf, was da irgendwie runtergefallen ist. Hätte ich mal nicht machen sollen. So. Questbelohnung. Alles. Nur einmal Talentpunkte hier. Das weiß ich nämlich schon, wo das geht. So. Er schießt einen Impuls in den Himmel an und richtet allen getroffenen Feinden 500 plus 400% Zauberspruch von Schaden an. Ich habe keine Ahnung. Aber mach mal. Das ist hier sowas Passives, ja? Und das hier sehe ich jetzt unten links. Das kann ich tatsächlich benutzen mit R1. Okay. Gut. Das ist mein Craft-Menü. Irgendwann. Begünstigung, keine Ahnung. Das ist meine Perks. Ich denke mal, ne? 2 verfügbare Punkte. Ich will mal Angriffskraft. Mehr Stärke ist mehr Stärke. Bis ich dann irgendwann sterbe. So. Und Questbelohnung haben wir hier. Holz ansammeln. Oh, und wieder mehr zurückbekommen. Läuft. Einfach mal machen. Wird schon. Alles verskillt. So, jetzt sollen wir Armatur aus Holz sammeln oder herstellen. Bandana, Schwert, Schutzschild. Okay. Das. Schutzschild hat er noch gesagt, ja? Ist jetzt aber noch nicht. Okay. Neu erschaffen? Ist nicht? Erstellen. Okay. Wo ist jetzt das Schutzschild? Oder wird das erst angezeigt, wenn ich dafür genommen habe? Nee. Die Dinger hier kann ich jetzt noch nicht machen. Ich sehe jetzt hier auch kein Schutzschild. Seil, ja. Phönixfeder. Hier ist kein Schutzschild. Ein Schutzschild ist auch keine Lösung. Soll ich das Zeug auch anlegen irgendwo? In dem? Ich weiß ja nicht. Ah, okay, wir haben auch seltenes Zeug quasi damit hergestellt, okay. Gut. Aber wo ist denn jetzt... Ihr seht, ne? Man baut damit anscheinend später auch noch irgendwie Gebäude, die du brauchst für irgendwas. Aber wo ist Schutzschild? Hier nix Schutzschild. Ich versuche mal weitere Materialien irgendwie zu sammeln. Ja, wenn ich nicht ertrinke hier. Boah. Okay, gleich aber fett Schaden gekriegt hier. Was so weitergeht, ist gleich Nacht. Na gut, ist jetzt 12, aber trotzdem. Ist gleich nach. So, einmal alles auseinandernehmen.
Und dann sehen wir gleich weiter. Ich weiß gar nicht, ob die Zeit halt weiterläuft, wenn ich im Menü bin. Ja, läuft so, okay. Gut. Wo ist das Schutzschild? Es gibt hier kein Schutzschild. Hast du gesagt, bin ein bisschen überfordert gerade. Aber gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es ein Schutzschild aus irgendeiner Kiste oder so. Das ist aber aus Holz, weil wenn ich nichts craften kann. Weißt du? Aber jetzt so auf den ersten Blick wirkt es wie ein anders actionrelevantes Terraria so ein bisschen. Weißt du, wie ich meine? Oder es ist schon irgendwie mehr im Fokus aufs Kämpfen halt legt und so. Oh, eine Kiste. Wie? Achso. Eisenbarren und reißende Stiefel. Okay. Hier noch so ein Herz. Das erhöht tatsächlich mein Maximalleben, ja? Ist ja nicht verkehrt. Brauche ich kein Lebensgehen. Um ihn umschauen. Was willst du? Ich skill gleich noch mehr stärker, damit ich die schneller kaputt machen kann. Aber es gibt kein Schild. Wo soll ich denn das herbekommen? Gibt also später auch noch Begleiter, okay. Aber ich kann kein Schild machen. Boah, Alter. Guck mal, muss ich noch umschauen. Okay. Laufen wir weiter. Weil ich hab keine Möglichkeit, irgendwie was in der Richtung zu machen. Und ich habe es nur nicht gefunden. Oh, hallo Ork. Ich sehe ja die Gegner auch direkt vor am Spawn, ne? Gehen wir mal weiter. Sind ja Materialien, die ich bestimmt dann auch irgendwie anders gebrauchen kann. Ist jetzt aber nicht verkehrt. Tut ja nicht weh. Die Frage ist mein Inventar irgendwann voll? Und gibt es noch bessere Äxte, Spitzhacken und so herzustellen? Ich nichts wissen. Wir haben noch nicht einmal unsere Fähigkeit verwendet, ne? Wenn der nächste Ork kommt, versuche ich daran zu denken. Nächstes Mal 5 Lebenspunkte oder sowas, die wir kriegen, wenn wir so ein komisches Herzteil da aufsammeln, ne? Also Story oder so, bisher noch gar nichts mitgekriegt. Ich will ja wissen, wie schlimm wird halt die Nacht, insbesondere jetzt, wo wir halt noch nichts haben. Nichts. Ah, okay. Das scheint dann später mal eine Base zu werden. Also, ich kann hier doch auch gar kein Schild anlegen. Oder ist hier das dann als Zubehör? Oh. Wie viele Schuhe kann ich anlegen? Einen, okay.
Eisenbarren herstellen. Warte. Das ist das Backofenmenü. Oh, okay. Angelrute aus Eisen können wir schaffen. Und das können wir jetzt machen, weil wir jetzt hier in der Nähe vom Backofen sind, ja? Okay. Können wir anlegen, weil wegen ist so. Ja, das ist ja merkwürdig vom Spiel, weißt du, dann sagt es einem halt, ne, ja, mach ein Schutzschild aus Holz. Kann ich aber gar nicht. Also außer das können wir jetzt hier am Amboss. Nee, da können wir Rüstungen machen. Da. Ha. Schutzschild aus Holz. Geht doch. Ring aus Holz. Oh, Ring aus Holz. Achso. Jetzt. Die Produktionsstätte hier unten war halt voll. Da kann ich da halt nichts mehr dann herstellen. Okay, also ich musste tatsächlich halt schon so weit laufen, in Anführungszeichen, ja? Na, guck mal, da kann man anderes Zeug machen. Aber das Holz will ich jetzt nicht. Dafür brauchen wir wieder mehr Eisen. Okay. Level up. Ah nee, ich habe versehentlich hier einen Trank genommen. Deswegen die Dingens. So. Muss noch mit dem Spiel an sich halt so ein bisschen klarkommen, aber ich glaube, das wird schon. Nicht ablassen? Nein, ich würde es gerne anlegen hier anstelle von unserem Ding, was wir tragen. Wie geht das denn nicht so einfach? Ach, ich brauche dafür erst Stufe 5. Ach, steht ja auch in Rot da. Ja, gut, mein Fehler. Okay. Achso, dafür brauche ich wahrscheinlich Holz, ne? Ja, Reagenzien, Holz, okay. Gut. Lass mal hier drüben nochmal die andere Axt herstellen. Oder sowas, das geht auch. Wollen uns ja dann irgendwie schützen. So. Wie Punkte haben wir hier? 2. Ja, sind wir Angriffskraft, ne? Und Questbelohnungszeugs haben wir. Im monsigen grünen Blasen in der Biomewald haben wir eigentlich auch erledigt. Grüne Schleime erledigen. Corrupted Slimes. Sammel Blumen, Sporen, Fischfang, Collect rohe Forelle. Eisenberg bauen. Collect Eisenerz. Ah, okay. Ja, okay. Also jetzt halt. Oh, ich will mich immer mit dem Steuerkreuz bewegen. Stattdessen benutze ich aber halt irgendwelche Items. Oh. Ich glaube, da haben wir was richtig Gutes hergestellt. Immer mal, ne? Und haben schon wieder Talentpunkte und so. Das ist ja der Wahnsinn. Gut. Dann gehen wir mal weiter auf der Suche nach Zeugs. Also hier kann ich angeln, genau. Wie funktioniert Angeln? Okay. Eine rohe Forelle. Eine von wie viel? Von 10. Na gut, geht. Das ist schon, wo ich die anderen Quests gerade gesehen habe. 30? 30? Nein, sag mir nicht, ich muss 30 Forellen gefangen. Es sind nur 10 zum Glück. Clownfisch. Geht in seine. Anemone. Na komm. Das geht auch schneller. Komm schon, Fischi, 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 Fisch.
Ja, wenn ich so reinhole, passiert halt nichts, sondern ich muss halt wirklich warten, bis halt irgendwie was angebissen hat. Wir können tatsächlich mal die Musik hier ein bisschen lauter machen, oder? Damit wir auch ein bisschen was vom Spiel hier hören. Nachher ist es gleich wieder zu laut und das Spiel schlägt euch um die Ohren oder so. Bitte warten. Ich glaube, so ist die Lautstärke okay. Stunden später. Angeln ist halt so das Beste, ne? Stunden später. Angeln. Das beste Feature in jedem Game. Ja, was bauen wir ein, um das Spiel irgendwie noch irgendwie künstlich zu strecken? Angeln. Ist so. Ja, wir brauchen nur noch zwei Forellen. Eine noch. Hoffen wir, das ist kein Clownfisch. Geht doch. Hey, Questbelohnung. Yay. Da. Der Rest können wir dann vergeben, wenn wir halt dann so weit sind. Wir gehen jetzt erstmal auf die Jagd nach weiteren Ressourcen und so. Weil wegen muss. Warte mal. Geht's ja auf der anderen Seite auch noch irgendwie weiter? Ich kann auch so runter, okay. Gut zu wissen. Ja, aber ist ja nett vom Spiel, dass das Spiel so gestaltet ist, dass es mich nicht gleich sofort tötet. Weil ich jetzt in der Nacht bin, weißt du, und keinen Plan von nichts habe. Na komm. So viel Holz und Äpfel. Schon ein bisschen ärgerlich, dass halt jetzt erst so diese Quest kommt von wegen so, naja, sollen wir mal ein bisschen Erze. Die ich halt jetzt auf dem Weg halt hier schon ordentlich gesammelt habe eigentlich. Guten Tag. Höhle normal, heroisch, alles klar. Bin ich noch nicht für geeignet. Ein Verkäufer. Den kann ich Sachen verkaufen. Theoretisch. Ich kann ja jetzt auch andere Sachen noch anziehen. Hier das Schwert zum Beispiel. Ich glaube, das ist nicht verkehrt, ne? So, dann kann ich jetzt bei dir das hier verkaufen zum Beispiel. Das hier. Das weiß ich nicht. Also, wir tragen ja schon Schuhe, so schlechte. Ja, so, das Schild müssen wir vielleicht noch anlegen. Jo, die Ringe, die Ohrringe. Gibt uns ja irgendwelche Werteverstärkungen. Hier kann man auch Sachen verkaufen und kaufen, okay. Wo bin ich denn hier? Hier kann ich Tränke brauen. Hier kann ich Dinge verzaubern eventuell. Okay. Ein Panda. Der verkauft mir Bananen. Das ist voll der Bananenverkäufer. Ah, das ist dann mein Lager, ja? Okay. Log 1. Leid der Unschuldigen. Was genau ist das? Luftrolle des Portals.
Stellen Sie ein Portal zum Dorf. Ah, davon habe ich auch schon 5 Stück. Was genau ist das jetzt? Also quasi Text über Hintergrundgedöns. Okay. Für Leute, die halt hier Pause machen wollen, können das dann gerne jeweils tun. Okay. Dies werde ich jetzt hier nicht alles vorlesen. Jetzt sind wir wieder beim Schmied. Er verkauft Kohle, die wir auch herstellen können, theoretisch. So, und hier kann ich dann theoretisch am Amboss auch wieder Sachen herstellen. Also ist ähnlich wie diese andere Schmiede, die wir vorne weiter hatten. Eine Farm, aha. Der verkauft dann Zeug dafür. Große Kristall ist groß. Große Portale sind groß. Da kann ich rein. Hm. Ne, jetzt. Hä? Also einfach ein anderes Areal, ja? Wow. Kommt da einfach irgendwas angelaufen hier. Level 7 Zeugs. Okay, kann ich auch wieder zurück? Ah, okay, einfach dahin zurückgehen. Ich bin jetzt wieder irgendwo. Okay. Ah, okay, das ist jetzt mein Special-Angriff. So, muss aufladen. Mal hier so ein wilder Eber. Ich will doch nur. Bäh. Das läuft nicht so gut, wie ich mir vorstellen würde. Aua. Lass den Scheiß. Ich kann hier nicht mal in Ruhe abbauen. Ich meine, ich mache anscheinend Schaden. Halt natürlich nichts aus, weil ich Stärke skillt habe und so, ne? Klar. Ich habe mein Zeug verloren. All mein Zeug? Irgendwas ist total jetzt runtergegangen. Ich glaube, einmal so ein Herzchen-Teil. Equipment haben wir behalten. Und ich glaube, Geld haben wir verloren. Okay. Geht's hier rüber denn irgendwie ganz normal weiter? Was ist das? Construct. Ah, okay. Ah, da kann ich dann wahrscheinlich irgendwelche Dinger bauen, die mir helfen sollen, die Stadt zu verteidigen, nehme ich an, ja? So ein bisschen wie bei Kingdoms. Falls noch jemand sich von euch an Kingdoms erinnert. Was ist hier los? Ein Dorfbewohner gerettet, okay. Was ist denn das? Also Gegner sterben auf jeden Fall relativ zügig. Muss ja nur dafür sorgen, dass sie mich einfach nicht treffen. Klingt komisch, ist aber so. Guck dir das an. Quasi 1-2 Schläge und weg. Okay, Bochen, Schleime. Alles, was man braucht. Und noch viel mehr. Schmetterdinge. Im Hintergrund. Ja, ich wollte schon die bessere Axt haben. Aber dann habe ich dann die Brustrüstung gesehen und dachte mir so, na, nee, nehmen wir die. Guten Tag. Noch ein Dorfbewohner gerettet. Also es macht mir irgendwie Spaß, das Spiel.
wie das dann ist, wenn ich dann tatsächlich dann das Dorf verteidigen darf und so. Weiß ich jetzt aktuell noch nicht. Aber auch das stelle ich mir jetzt erstmal nicht so schlimm vor. Muss man mal schauen, ne? So. Die zwei Schläge halten so aus. Aber immer noch human, möchte ich mal meinen. Was war das? Ein wegweisendes Navi. Keine Ahnung. Geh weg. Meine Steine. Ich habe viele Steine wie diese, aber dieses hier ist meine. Jetzt hier in dem Wald, da kommen halt nur die Schleime. Wahrscheinlich wäre das mit den Orks eine ganze Ecke weiter. Und durch das Portal habe ich dann den Weg sehr stark abgekürzt oder so. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sowas wird das wohl sein, so Schnellreiseding. Die Frage ist halt, warum kann ich halt schon so weit in die im Progress quasi fortschreiten, wenn ich noch gar nicht dahin gehen sollte. Damit halt ordentlich Sachen überspringen. Na gut, vielleicht für Leute, die das Spiel grundsätzlich schon kennen und sich dann der Herausforderung gewachsen fühlen oder so, ne? Und somit, wir brauchen jeden Dorfbewohner, den wir kriegen können, bestimmt. Einfach mal Dorfbewohner einpacken. Was ist hier los? Tod ist hier los. So. Damit haben wir die Quest abgeschlossen. Mit den Schleime töten und so. Können wir einmal ganz kurz die Belohnung dafür abholen. Level up. Gegner berühren? Nicht so schlau. Mein Holz. Ich um mein Holz. Och, ja. So ein Viech. Was? Wo kommst du denn her? Fick. So. Dann so ein Apfel essen, um ein bisschen zu heilen, ja? Okay. Weg damit. Ich glaube, jetzt sind wir hier in dem Areal, wo wir vorhin schon einmal gestorben sind, oder? Scheint zumindest so. Lass das. So, gib her. Also schon beim Überleben keine Chance haben, ne? Was bist du denn? Eine Spore. Davon sollen wir auch welche einsammeln. Okay. Wo bin ich hier? Was will ich hier? Und was Paul? Okay, es sind aber auch nur Level 2 Orks, ne? Das andere vorher war ja so Level 7. Hm. Schon sagt, Das Gegnern keine Chance.
Deswegen skill ich Stärke. Ja, und wenn die Gegner irgendwann das mit dir machen, dann habe ich halt Pech. Dann muss ich bessere Sachen schmieden. Ganz klar. Was für unsere tolle Rüstung da, die wir haben. Was das? Bist du jetzt so? Okay. Ich würde gerne wissen, wie das halt ist, wenn wir jetzt nachts halt dann da irgendwie was machen. Aber ich glaube, dazu müssen wir halt erstmal die weiteren Tutorial-Quests hier erledigt haben, oder? Kann ich mir vorstellen. Und so mit. Ja, kommt jetzt hier einfach so ein random grüner Schleim an, okay. Ist hier wieder mit einer Ork gerechnet, sowas hier. Oh, gut. So. Damit sollten wir auch sehr bald... Oh Gott. Zum Glück gibt es keinen Fallschaden. Die Erzkrams erledigt haben. Was ist das jetzt hier mit diesem Orkstab? Kann ich den auch anlegen? Ach, anstelle von dem Ding, okay. Okay. Oh, guck mal. So, das habe ich auch. Ich sehe auch nichts, wo das irgendwie aufgeladen werden muss oder so, sondern ich kann das einfach jederzeit, also fast jederzeit, nicht richtig spammen, aber schon gut benutzen, sagen wir es so. Regelmäßig. Ja, guten Hallo. Okay, das ist ein bisschen merkwürdig. Wie ich halt so langsam da falle und so, weißt du? Bäh. 5000 Schaden, ja genau. Wie viel Schaden hast du heute so gemacht? Oh ja, 5000 mit einem Schlag. Oh, okay. Level 12 Flattermäuschen. Ich glaube, jetzt bin ich in einem Bereich, wo ich nicht so unbedingt sein sollte. Okay. Was bist du für ein Schleim? Bist du diese Corrupted Schleim? Nee. Okay. Aber wir haben auf jeden Fall genug Erze, sodass ich jetzt theoretisch die Barren auch herstellen könnte. Wir müssen, glaube ich, auch langsam zurück, weil es ist Nacht. Oder aber das wird einfach alles noch nicht so richtig getriggert. Ich wieder durch, danke. Okay. So, aber ich kann hier noch nichts herstellen, ne? Nee. In der Mangelung von Bauplänen etc. Hier erstmal so ein Zeug herstellen. Das wird aus dem Gold gemacht, okay. Ja gut, bitte warten.
will die Quest hier irgendwie noch abschließen. Um zu schauen, ob es halt dann dort nochmal andere Folgequests gibt oder so. Hier. Achso, das schaltet sich erstmal Level 10 dann frei. Mal schauen, ist mal schauen, kann ich schauen. Also grundsätzlich bin ich, ich habe nichts erwartet vom Spiel. Bin eigentlich überwiegend positiv überrascht. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Ja. Also es könnte durchaus ein schlechtes Spiel sein, aber das wirkt jetzt erstmal nicht so. Das kann natürlich halt im späteren Verlauf durchaus anders ätzend werden. Aber jetzt so an und für sich. Ein recht spaßiges Spiel zu sein. In dem du halt auch viel Zeit lassen kannst, ja. Aber man weiß ja, wie das ist. Spiele sind ja eh dazu da, um Zeit zu vertreiben. Ja. So. Questbelohnung. Jo. Das läuft. Nächtliche Jagd, korrumpierter Schläger. Das heißt, die kann ich dann nur nachts bezwingen. Okay. Na gut. Aber ich würde sagen, fürs Angedaddelt lassen wir das jetzt hier an dieser Stelle. Ich glaube, dieses Spiel würde halt den Rahmen eines typischen Angedaddelts ein bisschen sprengen. Ich glaube, da muss er tatsächlich so 2 Stunden erstmal investieren, damit hier wirklich halt was passiert. Aber, grundsätzlich finde ich es erstmal sehr, sehr positiv. Es würde mich reizen, die Spiel irgendwie länger zu spielen. Aber jetzt erstmal sage ich tschüss mit euch und wir sehen uns beim nächsten Angedaddelt. Bis dahin, habt euch wohl, tschüss mit euch und bis denne.